Okay, Leute. Es geht weiter und ich habe da ein paar Dinge gemacht. Wie ihr seht, Stufe 44. Ja, ich habe es übertrieben. Mogri-Punkte 4000, wenn ich mal ein paar Karten brauche. Status, ich habe ein paar neue Techniken gelernt, wie Tollwut und... wo ist das? Dieses Sanctus, was ich gelernt habe. Und Silfrier und Sanctus. Okay, und ja, das habe ich gelernt. Omnischlag. Ja, okay, dazu noch viel mehr. Das kommt noch gleich. Ich habe viele Dinge gemacht. Wie ihr seht, Z-Punkte so. Ich werde jetzt ab sofort, also die 320 da werden jetzt so bleiben. Ich werde jetzt alle Level-Ups, also die KP-Punkte, ich werde das alles jetzt zu KP-Punkten machen. Und ja, ich habe dreimal Cloud gehabt. Ich musste öfters Mogris benutzen, um diesen Cloud zu bekommen. Das hier und High Potion. Das hier ist mein Set. Damit kann ich perforieren, Tollwut, Brutalo, ganzen Kombos zeigen, die ich gleich auch zeigen werde. Aber erstmal gehen wir mal hier rein. Halloween Town. Sieht ja sehr gespenstisch aus. Uah, hier gefällt es mir aber gar nicht. Ich wette, hier wimmelt es von Geistern. Ach, Goofy, wie denkst du daran denn? Also dann, was haben wir dann so groß zu befürchten? Man erschreckt sich nicht, wenn man darauf vorbereitet ist. Meinst du wirklich? Vertrau mir. Willkommen in Halloween Town. Dun, 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 dun. Ja, kannst einfach. Oh, ein Geist. Wow, das war der beste Schreck seit Jahren. Wenn du so leicht zu erschrecken bist, wird das ja ein Heidenspaß. Pardon, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Jack Skellington. Ich wohne in Halloween Town. Ich bin der König der Albträume und der Meister des Grusels. Wenn ihr jetzt gerne richtig gruselig haben wollt, dann seid ihr goldrichtig. Wollen wir nicht. Momentan gibt es in Halloween Town ein kleines Problem. Was für ein Problem denn? Naja, so ein Problem. Oh. Okay, jetzt kommen die Herzlosen, die in diesem Dungeon existieren. Also in diesem Level. Die einzigen, die eigentlich so... die man eigentlich zeigen könnte. Die restlichen... Ach, ich wollte ja eigentlich die Kombos zeigen. Ah, okay, dann zeige ich euch wenigstens eine. Warte, oder kann ich noch eine? Ah, ich zeige euch mal den Omnischlag. Omnischlag. Und das Monster ist schon tot. Bevor Cloud sich irgendwas machen konnte. Was soll das? Warum hast du die Herzlosen gerufen? Hab ich gar nicht. Ich würde sie sogar liebend gerne loswerden. Die Herzlosen laufen herum und greifen Leute an, anstatt sie nur zu erschrecken. Und warum sind sie hier? Das gleiche wollte ich eigentlich Dr. Finkelstein auch fragen. Finkelstein? Ich bin gerade auf dem Weg in sein Labor. Kommt mit! Ob wir nichts Besseres zu tun hätten. Lass uns lieber diese Grabsteine beobachten. Zora, was sollen wir tun? Ich glaube, wir folgen ihm lieber. Das gefällt mir gar nicht. Was ist, wenn er uns direkt zu den Herzlosen führt? Bingo, du hast Gedanken gelesen. Oh. Hahaha, war bloß ein Scherz. Auf geht's. Ich mag Jack, der ist korrekt. Der ist korrekt. Terror gelernt. Ja, ich zeige euch jetzt mal in einem Kampf die ganzen... Fähigkeiten. Halloween Town. Mit Geistern und Skeletten. Ja, Geister haben wir schon gemerkt. Okay. Warte, was kann ich denn zeigen? Erstmal den Omnischlag. Ja, fickt euch ihr Monster jetzt. Ach ja, dass die andere Gegner sollte, habe ich total vergessen, dass die noch existieren. Ja, das war der Omnischlag. Er hat schon fast alles getötet hier. Und dann gibt es noch Tollwut. Ja, das war Tollwut, Leute. Das war Tollwut. Ach, dann mache ich das hier und... perforieren. Ach, der ist schon tot. Okay, dann zeige ich euch gleich mal Terror. Noch einen seinen Bastarden. Ich brauche einen Jack hier. Warte, vielleicht kann ich jetzt auch Terror zeigen. Oder warte mal. Ich zeig euch mal. Ach so. Ah, versteh. Fick dich. Ich habe einen Fehler gemacht. Erstmal so.
So, und ich muss mal kurz wieder aufheilen. Ja, fickt euch, ihr Monster. Brutalo. Und so. Der ist auch weg. Warte, was kann ich bei dir denn machen? So, Tollwut. Jetzt zeige ich mal die in volle Aktion. Ach, jetzt kam auch Jack. Okay, da zeige ich jetzt ihn. So. Nee, vorhin kam kein Jack. Ach, jetzt bist du da. Gut so. Okay. So, so. Und ein Jack. Terror. Ich weiß nicht, was aus den Monstern ist. Ich glaube, die kriegen Angst oder so. Irgendwie sind Geister auf ihren Köpfen, aber naja. Wenn das effektiv ist, dann ist es gut. Ach, fick dich, du. Ich will das. Die Erfahrungspunkte. Ja, gut so. Oh, machen wir einfach mal so. Er kann gute Angriffe. Wenn man weiß, wie man ihn benutzen muss. Okay, Terror gezeigt. Okay, jetzt kommen keine mehr. Oh, Geister! Oh. Okay. Hier gibt es nur einen Raum. Da ist ein Kürbis. Da ist noch ein Kürbis. Kürbis ist kaputt. Okay. Ach ja, dass ich sie nicht vergesse. Ein Abonnent oder ein Kommentarschreiberin, glaube ich. Wie hieß sie wieder? Zwar, ach, ich kann den Namen nicht aussprechen. Sky Twilina. Twilihina. Du wolltest ja, dass ich dir die Reisekundig alles zeige. Das werde ich machen, keine Sorge. Das werde ich am Ende machen, bevor ich vom Endboss bin. Nur für dich zeige ich die Reisekundig alles komplett. Wenn du das sehen wirklich sehen willst, also die Karten alles, zeige ich dir. Und ja, du kannst es sehen. Und ich weiß, Kairi, die Idee zu Namine. Hey! Naja, das ist das gleiche wie bei Cloud hier. Zora wird einfach zu Cloud. Beim Omnischlag. Ach ja, erstmal. Erstmal müssen wir das Wichtige hier machen. Mogris. Dann die Schatztruhe. Okay, gibt es irgendwelche. Okay, von wo kommt ihr? Das weiß keiner. Das weiß einfach mal keiner, okay. Okay, und du? Hier hast du ein Set Karten. Hey. 6, 3, 1, 5, 2. Ja, geht ja schon so. Ja, ich benutze jetzt einfach mal 2. Kokobita. Okay, noch eins. Vielleicht kriege ich ja mal gute Karten. Ja, geht ja. Gut. Okay, wie groß ist die? Nein, das mache ich gleich. Ich habe da eine Idee. Extra. Ich muss es euch echt nicht zeigen, diese ganze Kacke eigentlich. So. Was für ein Schatz bekommen wir hier? Sehen wir mal. Und. Mirakel gelernt. Ein Mirakel haben wir gelernt. Terror. Ja, okay, das habe ich schon gezeigt. Mirakel mit Makel. Beliebige Schwörungskarte, beliebige Magiekarte, Jack. Magiekarte, habe ich eine? Nein, momentan nicht. Okay. Und jetzt ein Save Point. Damit ich speichern kann, damit ich das auch alles erledigt habe. So. Okay. Warte mal kurz, sehen, wie groß dieses Feld ist. So, Leute, ich werde jetzt mal alle Räume hier klar machen, weil es werden sowieso keine neuen Monster kommen und es bringt mir nichts extra, euch neu die Karten zu zeigen. Also, ich sehe keinen Sinn da drin, hier das jetzt einfach zu zeigen. Welche Karte nehme ich hier? Ihr kennt sowieso die ganzen Karten schon. Es hat keinen Sinn, deswegen sehen wir uns gleich hier wieder, wenn ich alles aufgeräumt habe. Also bis gleich. Oh, fertig. Und ja, wenn ihr sehen wollt, was für Karten ich benutzt habe, hier.
Nichts Spektakuläres. So. Für die Leute, die sich dafür interessieren. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann. Hat schon lange gedauert. 20 Minuten oder so, bis ich alles hier fertig habe. Aber naja, jetzt kann es mit der Story weitergehen. Und wir haben bisher nur 9 Minuten gespielt oder so. Das geht ja, das geht ja. Da spare ich mir Zeit und ihr müsst auch nicht so viel gucken dann. Ist schon besser so. Ihr wollt sowieso mehr Story sehen. Und mehr Finkelstein. Darf ich euch Dr. Finkelstein vorstellen? Das weltgrößte Genie. Ja, vielleicht bin ich ja zu clever. Ich fürchte, ich habe etwas Schreckliches erschaffen. Oh, was denn? Naja, habt ihr euch schon mal Gedanken über wahre Erinnerungen gemacht? Wahre Erinnerungen? Unsere Herzen sind voller Erinnerungen, aber nicht alle entsprechen der Wahrheit. Das Herz ist kein Aufnahmegerät. Wie Camtasia. Selbst wichtige Erinnerungen wandeln sich mit der Zeit. Sie verzerren sich, schwinden und hinterlassen einen Schatten dessen, woran wir uns gerne erinnern würden. Ist das etwa, was mir gerade passiert? Das passiert jedem. Manche Erinnerungen werden hässlicher, andere umso schöner. Wenn wir unsere wahren Erinnerungen finden würden, wäre die Welt völlig anders. Ich habe einen Trank aus Vergiss mein nicht gebraucht, der unsere wahren Erinnerungen zurückholt. Und hat es geklappt? Naja, das ist ja gerade das Problem. Als der Doktor am Trank geschnuppert hat, tauchten überall Herzlose auf. Wo weißt du das denn? Klingt nach einem gescheiterten Experiment. Nein, ich mache keine Fehler. Ich muss mir den Trank nochmal ansehen, um herauszufinden, was falsch gelaufen ist. Aber leider ist er weg. Vielleicht hat ihn ja jemand geklaut? Das war sicher Sally. Jack, du musst sie finden und mir meinen Trank wiederbringen. Ich kümmere mich darum. Na klar doch. Kann ich mitkommen? Wozu? Ja, ich möchte mehr über diese wahren Erinnerungen erfahren, von denen der Doktor sprach. Hervorragend, machen wir uns auf der Suche nach Sally. Schlüssel der Vorsehung, 2 Minuten sind vergangen, also jetzt sind das gerade 12 Minuten. So. Dun, 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 dun. Dieser Boss ist so einfach in diesem Dungeon. Was erwartet man denn? Oogie Boogie. Oogie Boogie Moogie Moogie. Oogie, die Kartoffelsack. Er war ein Kartoffelsack, oder? Der war ein Kartoffelsack? Hä, wo zum Geier ist? Hallo? Wo? Oh. Manchmal hasse ich das. Okay. Und hier geht's weiter. Ich glaube, er war ein Kartoffelsack. Wenn ich mich richtig erinnere. Oder ein Sack mit Käfern oder so. Oh, der Mond. Ach, dieser Berg. Kingdom Hearts 2. Kingdom Hearts 2. Da bist du ja, Sally. Ich hab mir schon gedacht, dass du hier bist. Wer sind deine Freunde? Sie interessieren sich für wahre Erinnerungen. Du hast den Trank, oder? Ja. Gibst ihn uns wieder? Guckt euch mal diese Tür gleich an. Es passiert gleich was Witziges. Wenn du darauf bestehst, aber ich habe Angst. Der Doktor hat nur daran gerochen und schon sind die Herzlosen aufgetaucht. Was passiert, wenn jemand davon trinkt? Sollte es ein Witz sein? Was könnte spannender sein? Da stimme ich Ihnen eigentlich auch zu. Ich mache mir Sorgen, Jack. Gibt es nicht eine andere Lösung? Irgendeine Idee, Jack? Mir fällt nichts ein. Mir schon, her damit! Kartoffelsack. Ich will mir echt wissen, wie schnell er laufen kann. Oh nein, der Trank. Ach, Oogie, du schon wieder. Jack, wo bleiben deine Manieren? Ich helfe euch nur dabei, den Trank sinnvoll zu nutzen. Ihr solltet mir echt dankbar sein. Wo hat er jetzt reingesteckt? Bestimmt in seinem Bauchnabel. Bereits nach einem Schnüffler tauchten die Herzlosen auf. Was wohl passiert, wenn ich alles auf Ex trinke? Trink, trink, schluck, schluck. Das wäre schaurig. Armer Jack, gegen Oogie hast du keine Chance. Halloween Town wird Schmerz und Verzweiflung jenseits aller Albträume erleben. Ich weiß gar nicht die Story zwischen Jack und ihm. Schmerz und Verzweiflung, Oogie, du Monster. Los, Jack, wir müssen ihm nach. Die arme Sally, irgendwie hat sie schon was geahnt, oder? Schlüssel zur Wahrheit. Ja, ein bisschen gehen. Warte, Oogie ist ein Kartoffelsack. Das weiß ich doch. Er ist ein Kartoffelsack. Ach, da sehen wir sowieso gleich.
weil gleich kommt ein Kampf und Stufe 46. Warte mal, ich kann ja Karten dazu machen, das habe ich total vergessen. Knapp. Okay, die mache ich dann hier rein, du auch hier hin. Wie war die Reihenfolge nochmal? Wo war die 2? Hier. Die 4 war hier, die 6 war hier, die 5 war da, dann so. So war die Reihenfolge. Okay. Mehr Karten schadet hier nie. Und hohe Karten sind immer gute Karten. Und hier kommt man nicht weiter, weil ich nicht die besondere Karte habe. Die kriegt man erst bei... Ich will nicht spoilern. Das werde ich natürlich so noch sehen. Oh, sehr große Mogri-Punkte. Waren die immer so groß? Wie viel habe ich schon? Ja, geht ja. Ach, die Mogri-Göttin liebt mich einfach. Sie liebt mich einfach mit 4000 Mogri-Punkten. Es kann aber mehr sein. Und jetzt kommt der witzige Boss. Das ist so ein witziger Boss, weil der ist so erbärmlich. Wenn man hohe Karten hat. Wenn man niedrige Karten hat. Warte, ich glaube, ich mache ihn bei den Tollwut. Dann geht die Party ab. Ugi, gib uns den Trank. Ihr Narren wisst nicht, was ein Schluss ist. Dieses Herumgerenne macht mich ganz durstig. Ugi, nein! Doch! Ich schlucke. Die grüne Flüssigkeit. Oh nein! Ah, sehr lecker. Jetzt kann ich meine wahren Erinnerungen wachrufen. Ich bin ein Kartoffelsack. Ah, was ist das? Was? Irgendwas wallt gerade in mir auf. Etwas Unheimliches. Insekten? Ugi, was ist los? Nein, zurück, weg mit euch. Tretet mich nicht, ich bin nur ein Kartoffelsack. Haut ab, ihr macht mir Angst. Nicht treten, ich Kartoffelsack. Warte, wie ging der Kampf nochmal? Man muss irgendwie was stechen von ihm. Damit man hier rauskommen kann. Warte, es waren irgendwelche Würfel. Achso, man muss alles stechen. So. Und... der Omnischlag. So. Wie viel habe ich ihn abgezogen? Weiß ich nicht. So. Fick dich mal, deine Karten sind so erbärmlich. Ich glaube, ich schlage ihn einfach mal normal so. Das geht mehr ab. Geschlagen. Hat er gerade Leben dazu bekommen, der Bastard? Er hat irgendwie Leben mehr dazu bekommen. Ich weiß aber nicht, wieso. So. Hä, da stand doch gerade, dass mehr Leben hat. Egal, verprügeln. Ey, so ein kleines Stückchen, oh. Egal, komm. Überraschung. Ja, mach Kisten. Trifft den, das weiß ich gar nicht. Wen greifst du eigentlich an? Greifst du die Luft an, oder was? Ey, ihr seht das da oben, dass er irgendwie mehr Leben hat, oder? Ja, tanz für mich, du Schlampe. Tanz für mich. Wo geht die? Ey, das Spiel ist verbuggt, oder? Oder wieso hat er gerade mehr Leben gehabt? Und ich habe die Ugi-Karte. Ugi Boogie. Dieser Mistkerl Ugi. Er hat meinen Trank fast ausgetrunken. Es sind nur wenige Tropfen übrig. So, frag doch den Doktor, ob du den Rest trinken darfst. Schluck, 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 schluck. Schluck, du Schlampe. Nein, lieber nicht. Warum denn nicht? Schade, wäre ein tolles Experiment geworden. Trink du das doch, verdammter Wichser. Also, Doktor. Möchtest du nicht mehr über deine wahren Erinnerungen herausfinden? Natürlich, am liebsten sofort. Aber da ist diese Achse, die ich versprochen habe,
die Wahrheit selbst herausfinden. Axel, yay. Der ist echt ein cooler Charakter. Bei 358 2 Days wird der... Ach, ich verstehe das nicht. Als ich den Trank inhaliert habe, sind mir die Herzlosen erschienen. Und als Ogi ihn getrunken hat, wurde er von Angst übermannt. Was bedeutet das? Er war ein früher Kartoffelsack, der sehr oft getreten wurde. Das bedeutet, dass der Trank ein Fehlschlag war. Nein, ich irre mich nicht. Ogi muss seine wahren Erinnerungen wiedergefunden haben. Wahre Erinnerungen bringen das Herz durcheinander. Und bewirken Unvorhersehbares. Und was ist mit mir? Und was geschieht, wenn meine wahren Erinnerungen erwachen? Vielleicht geschieht etwas noch viel Schlimmeres. Warum das denn? Aber das sind nur Vermutungen, die der Nachforschung bedürfen. Fahr weg, Mann, fahr weg. Also los, Sora. Macht dir die Theorie des Doktors Angst? Ja, ein bisschen. Freut mich zu hören. Furcht und Unsicherheit sind Zeichen eines starken Herzens. Ohne diese Stärken wäre deine Lebensfreude dahin. Genau wie dein Nervenkitzel. Und glaub mir, das würde mir den Spaß verderben. Danke, Jack. Ich werde daran denken. Na dann, viel Glück, meine Herren. Möge der Spaß an der Furcht ewig andauern. Denn, denn. Ach, Jack. Okay, ich bin gleich draußen. Ich muss da ein paar Karten rausnehmen, die mir gerade jetzt nicht sehr helfen werden. Die hier. Die werden im Moment sehr... nicht sehr viel helfen. Ich brauche sehr viele 7er Karten, ja. Oder 6er. Weil jetzt kommt ein ekliger Boss. Den ihr alle kennt. Die meisten von meinen Zuschauern eher. Aber wartet erstmal. Okay, jetzt wird ein bisschen dramatisch. Weil jetzt niemand kommt. Ein Mädchen. Blanchop. Du gehörst zu Axel, stimmt's? Sie an ein Schlauer. Okay, Übersetzer falsch. Ich heiße Laxi. Gefällt dir dein Aufenthalt im Schloss des Infants? Es macht dir sicher Spaß, wertlose Erinnerungen zu vergessen und wahre, tief im Herzen verborgene Erinnerungen zu erwecken. Wahre Erinnerungen? Aber an eines hast du dich noch immer noch nicht erinnert, was, Sora? An das Wichtigste. Wenn das arme Mädchen hört, dass du ihren Namen vergessen hast, brichst du ihr das Herz. Du kennst sie? Ist sie hier? Oh, die Bösen halten sie im Schloss gefangen. Und du, mein Held, musst sie retten. Aber es gibt einen Haken. Babs. Ich bin eine der Bösen, du musst also an mir vorbei. Oh, keine Sorge, Sora. Was ist das? Gehört das mir? Sitze, den trägst du doch schon die ganze Zeit vergessen? Nein, wie konntest du nur? Die Erinnerung ist in deinem Herzen eingebrannt. Denk nach, Sora. Worum könnte es sich bei dem Anhänger wohl handeln? Wer hat ihn dir geschenkt? Na, jetzt kommt der Name der Blondschopf-Frau, die immer zeichnet. Nami? Nein, nicht von One Piece, nein. So ist es gut. Befreie die Erinnerung aus deinem Herzen. Nami? Nein, nicht von One Piece. Namine, richtig. Wurde aber auch Zeit, das stimmt. Namine. Sie hat dir diesen kitschigen Glücksbringer geschenkt, woran du dich nicht erinnerst. Kein Wunder, hast du ja sogar ihren Namen vergessen. Das nenne ich herzlos. Es geschehe dir recht, wenn ich diesen Schrott kaputt schlüge. Fass ihn nicht an, Schlampe. Namine hat ihn mir geschenkt. Für mich hat er einen Wert. Einen Wert? Erspar mir das. Noch vor 10 Sekunden wusste ich nicht mal, was das ist. Okay. Ja, fick dich. Ja, deine Angriffe kannst du sonst wohin stecken. Man muss einfach stumpf bei ihr angreifen. Das ist die einzige Methode bei ihr.
Oder mache ich Perforieren? Ich mache Brutalo. Wozu habe ich die Fähigkeit denn? Oder? Ach komm, lass mich in Ruhe hier. Tollwut. Tja, Pech gehabt. Ey, die kann nichts. Die kann echt nichts. Guckt euch mal, wie viel EP sie mir abgezogen hat bisher. Tontaube. Und Perforieren. Ja, flieg nicht rum. Komm runter wie eine Schlampe. Jetzt mir gerade das... Ja, komm. Das kannst du... Das hast du fein gemacht. Hat sie das gerade gemacht, was ich denke? Hat sie mir gerade ein Kombo gestochen? Ja, wieso schubst du mich weg? Ich dachte, ich soll... So. Du kannst nichts, Mädchen. Also sei einfach mal... So, Perforieren in deine Fresse hier. Ach, jetzt auf einmal krieg ich Blitz. Danke. Oh, Blitz 7. Hey, du bist gar nicht so übel. Du bist ja wirklich ein Held. Ein herzloser Held. Wer hat dich denn gefragt? Die Wahrheit tut weh, nicht wahr? Werd erwachsen, Sora. Wenn du weiter ein Baby sein willst, dann spiel hier mit. Hier sind noch mehr Karten, gezeugt aus deinen Erinnerungen. Sag ganz lieb, da und danke. Tada! Laxin, warte. Wo bist du? Versteck dich nicht vor mir. Zeig dich. Sora, beruhige dich. Sie kommt nicht zurück. Sora? Ich hasse sie. Sofort? Es ist nicht fair, dass sie diejenige ist, die mich dazu gebracht hat, mich zu erinnern. Namine ist mir dafür zu schade. Und Kairi hast du vergessen, oder was? Weltenkarten erhalten? Namine, so heißt sie also. Bist du nicht froh, dass es dir endlich wieder eingefallen ist? Und die haben es auch irgendwie vergessen, dass Kairi ihnen das gegeben hat. Wen kümmert das schon, was die Bösen sagen? Was? Axel. Laxin. Puh. Den Kampf absichtlich zu verlieren hat mich ganz schön Kraft gekostet. Den Kampf absichtlich zu verlieren? Ja. Also für mich sah das eher nach einem waschechten Niederlage aus. Wie kannst du das wagen? Du verstehst nichts von den Feinheiten. Axel hat recht. Das wirkt alles sehr unbeholfen, Laxin. Ein neuer Schurke zeigt sich und sein Name ist... Wechsen. Von jemandem von so geringer Bedeutung so vorgewühlt zu werden. Ja, gering... Sag gerade hier niemand hier. Du bringst Schande über dich und die Organisation. Ugh. Können wir was für dich tun, Wechsen? Du erweist uns nicht oft die Ehre. Ich wollte dir zur Hand gehen. Das Potenzial dieses Helden, den du verhätschelst, hat mich nicht überzeugt. Vielleicht würde ein Experiment meine Zweifel zerstreuen. Ich wusste, dass das passiert. Für dich ist alles ein Experiment. Typisch Wissenschaftler. Ich bin Wissenschaftler, sag ich doch. Experimente sind meine Welt. Schon gut, Wechsel, wie du meinst, aber hör bitte mit der Scharade auf. Du willst Sora doch nur auf die Probe stellen, um deine Marionette auszuprobieren. Marionette? Du solltest wissen, dass er das Ergebnis langer Forschung ist. Klingt auf die Puppe besser? Pah, ich verschwende bloß meine Zeit. Viel Spaß, aber nimm das hier mit. Einen Joker, damit das Spiel spannend bleibt. Erzähl mir nicht, ich hätte keinen Respekt vor meinen Ältesten. Senpai würde mir nie in den Sinn kommen. Oh, wer war das denn? Ich weiß es, ihr wisst es auch. Sora, nicht so schnell. Ich habe Entenfüße, es geht nicht so schnell. Ich habe keine Zeit. Ja, wir haben keine Zeit. Sie haben Namine. Wir müssen sie retten. Sora sieht ganz schön mitgenommen aus. Ist es ein Wunder? Nach ewiger Zeit fällt ihm Namine wieder ein. Und er findet daraus, dass sie gefangen gehalten wird. Ich weiß, Donald, wenn wir erfahren würden, dass König Mickey in Gefahr ist, ging es uns genauso. Okay.
Deine Freunde sind auch unsere Freunde. Los, hilf mir. Namine, sein ernster Blick ist so witzig. Los, Sora, wir müssen Namine aus den Fängen der Bösen retten. Geht klar, Chef, geht klar. Okay, wir sehen uns das nächste Mal.